Ich begrüße euch an diesem 19. Dezember. Gestern ging es ja um die drei Weisen, die sich auf die Suche nach Jesus gemacht haben. Was werden sie wohl unter anderem gemacht haben, als sie ihn gefunden hatten? Nach der langen Reise, nach dem unbekannten Ort, den fremden Menschen und vor allem dem unerwarteten König? Ich denke, sie werden sich riesig gefreut und sich gegenseitig umarmt haben. Ihr Herz war erfüllt mit purer Freude, mit Glück und Frieden. Eine Umarmung drückt dies sehr deutlich aus. Ich freue mich. Ich sehe mein Gegenüber. Ich öffne mich für ihn. Ich lasse ihn ganz nah an mich heran, äußerlich und innerlich. Zu einer Umarmung unter Freunden, Bekannten, in der Familie, sie ist ja eigentlich das Normalste der Welt. Leider in den letzten knapp 2 Jahren nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Abstand halten, vorsichtig sein, immer schön aufpassen. Das sind Dinge, die für uns wichtig geworden sind. Aber was macht das mit uns? Zum einen mit mir persönlich, aber auch mit unseren Beziehungen. Mittlerweile frage ich bei der Begrüßung oder wenn ich jemanden zum Geburtstag gratuliere, ob es okay ist, wenn ich ihn umarme. Ich möchte ja nicht, dass es dem anderen unangenehm ist. Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass dies wieder ganz normal, ganz selbstverständlich wird. Denn wenn ich mich dem anderen öffne, ihn an mich heranlasse, erst dann ist wahre Begegnung möglich. Dann lasse ich den anderen teilnehmen an meinem Leben, an meinem Denken und Fühlen. Ich erlaube ihm einzutreten, heiße ihn willkommen. Und genau das tue ich bei dem anderen auch. Echte Begegnung und Beziehung. Ich öffne mein Herz und meine Arme. Das Gleiche gilt auch für meine Beziehung zu Jesus. Er wartet auf mich mit weit geöffneten Armen. Sein Herz sehnt sich so sehr nach mir. Er will mir seine Liebe schenken und mit mir zusammenleben. In dem Weihnachtslied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" geht es genau darum. Es fordert uns auf. Es will uns ermutigen, Jesus unser Leben zu öffnen. In dem Lied heißt es: Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Ich möchte euch einladen und fragen: Bist du bereit, dich von Jesus umarmen zu lassen, sich von deiner Liebe beschenken zu lassen, ihn in deinem Herzen willkommen zu heißen? Hab den Mut, trau dich, mach deine Tür für ihn auf.